Morgen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen am Pfingstsonntag zu meiner neuen Bücherwoche. Ja, vorab, wer es vielleicht gemerkt hat, auch auf Instagram, mich hat es letzten Sonntag komplett erwischt. Ich hatte eine sehr, sehr schwere Angina, Sampffieber. Ich glaube, das hat sich dann bis Mittwoch gehalten. Auch heute ist der Hals noch belegt, so richtig, ja, will es nicht komplett weggehen, aber ich meine, es ist auch erst eine Woche, dass man erwartet da, glaube ich, auch zu viel vom Körper und von Medikamenten. Deswegen gab es zum Beispiel am Donnerstag auch kein Video, weil ich das geplante Video nicht am Wochenende vorgedreht hatte und ich war auch nicht beim Hangout dann am Dienstag dabei, nur per Kommentare, weil Stimme einfach komplett weg war. Auch heute ist sie noch ein bisschen belegt, man hört es vielleicht und ich rede da einfach ein bisschen langsamer. Und es geht aber soweit besser. Ich habe mich halt mit Tee und Antibiotika so über dem Wasser gehalten. Also es war Montag, Dienstag wirklich ganz schlimm, auch nachts. Ich habe wirklich so Mandeln gehabt, die, ja, ist vielleicht nicht sehr appetitlich, aber so die bis zum Zäpfchen gegangen sind, knallrot. Und ich hatte echt Schluckbeschwerden. Also ich habe teilweise wirklich so alles, was ich in der Nacht da ansammelt, nicht runtergebracht. Und man merkt dann wirklich, dass auch der Körper da durchaus reagiert. Also das ist sehr faszinierend dann zu beobachten. Mit Fieber, es macht natürlich keinen Spaß. Also Fieber ist wirklich, da sitzt man eigentlich nur rum und ist müde und kaputt und schläft. Und hat dann eben Serien, Filme geguckt. Dazu komme ich später. Ich denke, wir fangen mit den Büchern an. Es sind im Grunde drei an der Zahl. Und zu zweien kann ich euch ganz viel erzählen, zu einem ein bisschen weniger. Und zwar Anyone Dies in Paradise von Laura Newman war das Testlesebuch, wo ich euch letzte Woche schon ein bisschen was dazu erzählt habe. Das habe ich während meiner Krankheit sozusagen dann eben gar zu Ende gelesen und meine Anmerkungen auch an Laura schon weitergegeben. Und dazu ein bisschen dann später mehr. Ihr findet natürlich wieder in der Infobox, wann was anfängt. Das zweite Buch war dann mein Audible-Hörbuch für diesen Monat, und zwar Hope Forever von Colleen Hoover, weil ich einfach dachte, sich was vorlesen lassen ist auf jeden Fall besser als selbst lesen, und das war bei Fieber tatsächlich der Fall. Da war das Vorlesen wirklich absolut passend und perfekt und habe ich gut ausgewählt den Zeitpunkt. Und es musste einfach mal wieder ein Hoover sein. Und das dritte Buch habe ich dann sozusagen als Taschenbuch gelesen. Und zwar von Britta Sabak, Der Sommer mit Pippa. Ist Britta Sabak ihr aktuelles Sommerbuch, erschienen im Rowohlt Verlag und wurde mir auch von dem zur Verfügung gestellt. Und danach kommen ein paar Serien, Filme und was es sonst noch so ein bisschen gibt. Ich habe auch eine Kanalempfehlung diesmal dabei. Und ich denke aber, wir starten jetzt erstmal mit den Büchern, mit Anyone Dies in Paradise von Laura Newman. Ihr findet natürlich ihren Kanal, alles unten in der Infobox. Die Testleser waren mal wieder gefragt. Ich glaube, es ist tatsächlich schon das vierte Buch, was wir als Testleser zusammen gelesen haben mit Laura. Und ich finde das immer wieder toll, dass sie uns fragt. Insbesondere freue ich mich natürlich darüber, dass sie mich fragt, dass man das einfach so ein bisschen auch mit einer anderen Ansicht sozusagen liest, weil man es definitiv genauer liest als andere Bücher, weil man natürlich ein bisschen was entdecken möchte, wenn denn was da ist, und eben nicht einfach drüber stolpern möchte. Nichtsdestotrotz habe ich den zweiten Teil, Adib 2 ja sozusagen, der erste Teil war ja Another Day in Paradise, wirklich verschlungen. Es war eine unglaublich spannende Fortsetzung. Es war ganz, ganz toll geschrieben, sehr erwachsen, es war humorvoll, es war wirklich spannungsgeladen, dass man unbedingt wissen wollte, wie geht es weiter. Natürlich sind wir weiterhin auf so einer Art Roadtrip durch eine Zombie-Apokalypse, obwohl hier dann definitiv die Zombies ein bisschen mehr im Vordergrund vielleicht sogar stehen wie im ersten, weil sie für so eine aktuelle Bedrohung einfach sind. Und ich fand sie ein bisschen präsenter tatsächlich als im ersten Teil, also zumindest die Bedrohung, nicht die Deadheads selbst. Und ich mochte das Zusammenspielen der Protagonisten, ich mochte die Perspektivwechsel sehr gerne, weil man dadurch ein bisschen mehr Eindrücke bekommen hat, als es im ersten Teil der Fall war. Und ich fand die Fortsetzung wirklich unglaublich gelungen. Es hat Spaß gemacht, es zu lesen. Und es sind einige Überraschungen drin, Wendungen drin, die mich wirklich auch schockiert haben.
und die ich nicht habe kommen sehen. Und ja, das Buch wird jetzt dann im Juli erscheinen. Dann wird es auch ein Video von mir dazu geben, zu beiden Teilen. Ihr habt jetzt also noch die Möglichkeit, auf jeden Fall den ersten zu lesen, bis dann der zweite erscheint. Ich packe euch natürlich auch mal Another Day in Paradise in die Infobox, das Video dazu, vielleicht auch mal den Trailer, dass ihr euch vorstellen könnt, um was geht es eigentlich in diesem Zweiteiler. Und ja, es hat wieder unglaublichen Spaß gemacht. Vielen Dank, Laura, dass du uns wieder hast testlesen lassen, dass der Austausch wieder da war und dass du natürlich diese tolle Geschichte geschrieben hast. Also das finde ich immer wieder toll und man spürt eben auch einfach so ein bisschen Laura immer in den Geschichten. Und das finde ich, hat sie seit Jonah wirklich, ja, sehr intensiv. Das habe ich immer das Gefühl seit dem Buch, dass da jemand dahinter steckt. Und dass man das einfach fühlt, dass es Laura ist. Also finde ich ganz, ganz toll. Absolute Empfehlung. Und wer den ersten Teil noch nicht kennt, spätestens jetzt ist es an der Zeit, ja, im Grunde damit loszulegen. Würde ich einfach mal so sagen. Ja, weiter geht es dann mit dem Hörbuch in dieser Woche. Und zwar, ja, dachte ich einfach, bei Fieber und Krankheit gibt es ja nichts Besseres, als wenn jemand einem die Geschichte vorliest. Und ich habe mich da auch nicht getäuscht. Ich habe mein Audible-Abo eingelöst und habe mir Hope Forever von Colleen Hoover geholt. Das Taschenbuch würde normal 9,99 kosten, E-Book 7,99, das im Hörbuch im Audible-Abo normal 9,95, ist erschienen Ende 2014 und wird gesprochen von Birte Schnöing. Ich habe den Namen so schief aufgeschrieben. Ja, hat 528 Seiten, wird gelesen auf etwas über 8 Stunden. Und ich kann vorweg schon mal sagen, dass mir die Sprecherin sehr gut gefallen hat. Ich fand, sie hat die unterschiedlichen Charaktere sehr gut gesprochen. Sie hat in einem schönen Tempo gelesen, das wirklich sehr anhörbar war. Und ich fand, sie hat das wirklich mit sehr viel Gefühl gelesen und in den spannenden Momenten so einen Zahn zugelegt, was ich unglaublich toll fand, wie es gelesen war. Hat mir gut gefallen und fand ich wirklich eine sehr, sehr angenehme Vorlesestimme, die wirklich auch einfach Spaß gebracht hat. Ja, Colleen Hoover. Ich habe ja die Weilig-Laken-Reihe verschlungen, obwohl mir der dritte Teil nicht mehr so gut gefallen hat. Ich habe ja dann gelesen Maybe Someday. Und dann wurde mir ganz von unterschiedlichen Hope Forever ans Herz gelegt, dass das von vielen wohl 2014 oder auch 2015 dann so ein Jahreshighlight war. Und da dachte ich, ja, Mensch, dann hörst du es dir jetzt einfach mal an. Und habe eigentlich mit einem kompletten, typischen Colleen Hoover Buch gerechnet und bekam was ganz anderes, was aber nicht weniger schlecht oder besser ist, sondern wirklich die Gefühle bei mir aufgelöst hat, die ich im Grunde auch erwartet habe. Ja, es geht in dem Buch um Sky. Ein 17-jähriges Mädchen ist sie, glaube ich, zu Beginn, die bei ihrer Mutter lebt, Karen, und ich sag mal sehr behütet aufwächst, sie dort Privatunterricht bekommt, also von ihrer Mutter unterrichtet wird. Es gibt kein Handy, es gibt kein Internet, es gibt kein Fernsehen. Es gibt eine liebste, beste Freundin, die genau gegenüber wohnt und man sich über die Kinderzimmerfenster sozusagen auch erreichen kann. Dort werden immer DVDs geguckt, beziehungsweise als dann die Mädels ein bisschen älter sind, ziehen eben auch die Jungs sozusagen über die Fenster ein. Das war so der erste Moment, wo ich dachte, was erwartet mich denn in dieser Geschichte? Und Sky ist eigentlich ein lebenslustiges Mädel, was aber gerade so mit dem Thema Gefühlen und Jungs so ein bisschen ein Problem hat, weil sie eben so das Gefühl hat, dass sie eben nicht sehr viel fühlt, was diese Jungs angeht. Also sie sind halt da und es wird auch geküsst und es macht auch irgendwie Spaß, aber sie hat halt da keine Schmetterlinge und kein Gefühl und zählt halt lieber die Sterne, die bei ihr am Himmel kleben, als dass sie da dann in dem Moment halt so anlegt. Lesend ist. Ihre beste Freundin geht dann für ein halbes Jahr, glaube ich, nach Italien und sie möchte dann ihr letztes Highschool-Jahr noch an der Schule verbringen und muss da im Grunde alleine durch. Sie hat ein bisschen den schlechten Ruf schon weg, weil sie eben so viele Jungsbekanntschaften hat, obwohl das nie bis zum Schluss geführt hat, wird sie halt so ein bisschen abgestempelt als Schlampe. Und sie macht das eigentlich mit Humor, geht mit diesen Dingen doch recht sehr lustig um, wie ich fand, und ja, stellt sich im Grunde diesen Gerüchten und trifft dort auf Dean, was ist der Name? Holder? Dean Holder, meine Güte. auf Dean Holder, den glaube ich alle tatsächlich nur Holder nennen, der auch selbst irgendwie ein schweres Jahr hinter sich hat, um den sich auch so ein paar Mythen ranken, was da passiert sein könnte. Und ja, beide spüren relativ schnell, da funkt's, und Holder hat auch das Gefühl, dass er Sky irgendwie kennt
Und ja, sie sind da recht stürmisch unterwegs und sagen aber dann, sie möchten sich für jedes ihrer ersten Male, die sie haben, ganz viel Zeit lassen. Und beide umgibt so ein bisschen ein Geheimnis und vielleicht sogar ein ganz großes Geheimnis, was es jetzt einfach gilt, mit beiden zu entdecken. Ja, die Geschichte begann relativ humorvoll. Sie ist sehr prickelnd, wie ich fand. Also es geht hier auf jeden Fall schon in die Richtung New Adult, also dass wir tatsächlich ein bisschen Erotik haben. Das aber wirklich nur am Rande, weil das ist ja was, was mir persönlich gerade in diesem Alter von den Protagonistinnen nicht so gut gefällt. Dementsprechend ist das nicht ganz mein Genre. Aber ich fand, das hat sie sehr toll gemacht, Colleen Hoover. Und sie hat wirklich Gefühle beschrieben, wie man sie einfach in dem Alter fühlt, fand ich. Also ich habe mich tatsächlich gleich 15, 16 Jahre jünger gefühlt und mich zurückerinnert an die erste Liebe und an diese Gefühle, die einen da durchzuckt sind sozusagen. Das Prickeln und das Verliebtsein und das Miteinander lachen und wie man miteinander umgeht und das mal ein bisschen schüchterner und dann wird man ein bisschen stürmischer und all diese Gefühle, das hat sie unglaublich gut rübergebracht, wie ich fand, und ich glaube, dass das Colleen Hoover wirklich unglaublich gut kann, nicht nur in der Geschichte, und das ist einfach was, was mir sehr viel Lesespaß dann auch gebracht hat. Auch mit Fieber hat das auf jeden Fall Spaß gebracht. Ich mochte Sky sehr gerne, ich fand sie manchmal ein bisschen schwierig, was aber vielleicht auch einfach an ihrem Alter liegt. Dafür bin ich dann halt auch einfach ein bisschen zu alt. Da spürt man einfach langsam, dass man mit diesen jugendlichen Charakteren nicht mehr ganz so mitgehen kann, weil man selbst einfach doppelt so alt in dem Fall ist. Und man einfach das Gefühl hat, dass man vielleicht einfach anders reagieren würde oder vielleicht auch reagiert hätte. Auch ist die Zeit einfach eine andere. Und dementsprechend werde ich mich wohl langsam einfach von so ein paar Jugendbüchern auch entfernen, weil ich einfach spüre, ich bin da irgendwie zu alt für. Also das Gefühl habe ich zum Beispiel bei High Fantasy nie, aber hier in dem Fall denke ich mir tatsächlich, ja, es war ein bisschen sehr jugendlich, aber es war wirklich absolut nicht schlecht. Gerade diese Gefühlswelt, auch das Geheimnis, als es dann eben so daran geht, das zu lösen, ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet. Ich habe mit dieser Wendung, also ich hatte da überhaupt kein Gefühl dafür, dass sowas dahinter steckt. Das war ein sehr ernstes Thema, was ich wirklich, also wirklich auch so schlucken musste. Ich hatte dann auch Tränen, ich habe geweint, ich habe ein bisschen auch wieder mitgelacht. Es waren viele gemischte Gefühle und ich war wirklich so ein bisschen erschüttert, fand es aber unglaublich toll, wie Colleen Hoover mit diesem Thema umgeht, wie sie das rüberbringt, und es sind im Grunde ja verschiedene Themen, die so ein bisschen in den beiden sozusagen eine Rolle trägt, und ich fand das wirklich toll. Also es war unglaublich gefühlvoll, es war sehr intensiv und man konnte dann gar nicht mehr aufhören mit hören, weil man so drin war und auch teilweise so starr vor Spannung und einfach wissen wollte, wie geht das weiter, was nimmt das für ein Ende, und man einfach ja so drin war. Und das fand ich wirklich toll, wie das Colleen Hoover gemacht hat. Fand auch wirklich die Geschichte sehr realistisch, sehr echt, und ich fand es wirklich toll, wie sie mit diesen Themen umgegangen ist, und das finde ich wirklich toll, weil ich glaube, es gibt tatsächlich sehr vielen, die sich in Sky oder Holder einfach wieder erkennen und die dann einfach sich da vielleicht irgendwie auch aufgehoben fühlen können in dieser Geschichte, weil es eben nicht überkitschig ist, überdramatisch ist, sondern sich wirklich für mich persönlich sehr echt angefühlt hat. Und ich glaube, dass das wirklich auch denen so etwas vielleicht irgendwie schon mal passiert ist, egal ob es um das Geheimnis von beiden geht oder jeweils das Einzelne oder wie auch immer um diese große ganze Geschichte, dass man sich da einfach gut einfinden kann. Fand ich wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte, ist absolut ein Monatshighlight, hat mir Spaß gemacht und fand ich wirklich ganz, ganz toll geschrieben von Colleen Hoover. Also ich, ja. Den zweiten Teil, Looking for Hope, ist das ja, glaube ich, werde ich aber nicht lesen, weil das ist aus der Sicht von Holder einfach nochmal die gleiche Geschichte. Und ich mag es nicht, wenn Perspektivwechsel so nachgelagert kommen und man das Gefühl hat, man liest halt eine Geschichte einfach nochmal. Das hat mir auch bei Weil wir uns lieben nicht gefallen bei Colleen Hoover. Es war ja der dritte Teil dieser Reihe, wo dann die Sicht der beiden Bücher von Will erzählt wurde. Man erfährt halt selten etwas Neues. Ich persönlich mag dann eben eher den Perspektivwechsel innerhalb einer Geschichte, wenn dann die Geschichte im Grunde immer weitergetragen wird mit den jeweiligen Perspektivwechseln. Ich weiß nicht, weil ich bin nicht auch die Einzige, der es so geht, das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, aber dieses Nachgelagerte und dann lese ich die Geschichte nochmal und
ich weiß ja, wo es hinführt. Ich glaube, dass der Überraschungseffekt dann vielleicht einfach weg ist. Also so war es ja zumindest auch, weil wir uns lieben. Man wusste ja, wie es ausgeht. Und ja, da gab es dann gar nicht mehr so viel, was einen irgendwie hätte überraschen können. Fand ich zumindest. Und ja, daher wird da der zweite Teil, also vorerst, man soll ja niemals nie sagen, aber vorerst wird er nicht gelesen werden von mir. Dann geht es weiter mit dem neuen Buch von Britta Sabak, Der Sommer mit Pippa, erschienen im Rowohlt Verlag, kostet als Taschenbuch 9,99 € und hat, glaube ich, was um die 315 Seiten. Wurde mir vom Verlag zur Verfügung gestellt. Und ja, ich bin ja ein großer Britta Sabak-Fan, habe vom Pinguinwetter über Panda Blues, Herzfischen, Das Leben ist kein Ponyhof, glaube ich, war zwischendrin schon mal das Gelbe. Eigentlich alle Bücher gelesen, bis auf ihre Kinderbücher, die sie rausgebracht hat. Und fand die immer unglaublich humorvoll, sommerlich und hatte immer sehr viel Spaß. Und ich habe mich hier schon ein bisschen gewundert, warum das Cover gar so abweicht von ihren anderen Büchern, die ja eher wirklich spritzig, bunt und anders waren und mich hier irgendwie so ein klassischer Frauenroman erwartet, hatte ich so ein Gefühl. Also mir persönlich gefällt das Cover im Vergleich zu den anderen Büchern von Britta nicht wirklich. Also es ist okay, es ist halt ein Sommerbuch, hat man den Eindruck. Aber man hat den Eindruck, es wird hier auf jeden Fall ein anderes Klientel sozusagen angesprochen, andere Leser. Und ja, das hätte mich vielleicht warnen sollen. Ja, um was geht es bei Der Sommer mit Pippa? Pippa ist keinesfalls unsere Protagonistin, das ist nämlich Sarah. Und ja, die ist so ein bisschen ein Control-Freak. Die kommt aus einer landwirtschaftlichen Familie. Ich glaube, ein Schweinehof hatten ihre Eltern und sie hat als Kind halt auch keine Freundinnen gehabt, die wollten eben mit ihr nicht spielen, weil sie halt eben so eine Schweinefarm irgendwie hatten. Und ja, sie ist dann zusammen mit Philipp, einen etwas betuchteren jungen Mann, und die beiden haben dann eben vor zu heiraten. Und ja, seine Mutter ist so, ja, also wirklich eine ganz komische Person. Ja, und sie hat im Grunde keine Trauzeugin und wird da auch von ihrem liebsten Verkäufer bei Chanel, ich weiß gar nicht mehr, wo der Verkäufer war, wo sie da einkaufen war, darauf hingewiesen, dass man eben eine Trauzeugin braucht, die sich um all das kümmert, was es eben zum Vorbereiten gibt. Und ja, da macht sich Sarah auf den Weg und ist, glaube ich, dann beim Friseur bei ihrer Schwiegermutter, also zukünftigen Schwiegermutter, und die setzt ihr erstmal irgendwie einen Ehevertrag vor die Nase, wo Unglaubliches drinsteht. Man muss dazu sagen, dass Sarah Anwältin ist, also auch keine Dumme in irgendeiner Art und Weise, und da stehen halt dann Sachen drin, wie dass halt die Namen der Töchter irgendwie der Oma ähneln müssen und wenn geschieden wird, keine Ahnung, also Sachen, wie sie halt klischeehafterweise von Reichen immer so und wir sie halt kennen aus dem Fernsehen. Und dort trifft sie eben auf Pippa, die ganz anders ist, die sehr chaotisch ist, die so eine Lebefrau ist, die irgendwie scheinbar nichts auf die Reihe kriegt, die sehr robust ist, sehr frech ist, sehr direkt ist. Und ja, sie beschließen eben die Hochzeit gemeinsam zu planen und sie macht Pippa zu ihrer Trauzeugin, wenn man das so möchte. Und da passiert natürlich allerhand. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch kein Buch in Händen gehalten, wo mir die Protagonistin so unsympathisch war. Ich fand Sarah unglaublich nervig, ich fand sie naiv, ich fand sie dumm, ich fand sie arrogant, ich mochte ihre ganze Art überhaupt nicht. Ich konnte mich überhaupt nicht in sie einfinden, weil ich einfach von einer Anwältin erwarte, dass sie ein bisschen anders ist und nicht so. Ich meine, klar, dass man ein bisschen hochnäsig ist, das mag durchaus sein. Das kann ich vielleicht sogar noch nachvollziehen, wenn man irgendwie einen reichen Typen an der Angel hat, muss aber auch nicht, also ne. Aber das ist ja, ich sag's mal, so ein bisschen Klischee, und man muss ja Klischee auch auf die Spitze treiben, damit es dann im Grunde unterhält. Aber ich fand Sarah unglaublich nervig. Mich hat diese Frau wirklich aufgeregt. Ich musste da mal echt mal im Kopf schütteln und ich hätte am liebsten auch sie geschüttelt, weil mir ihre komische Art und dumme Art und auf was sie sich da eingelassen hat mit ihrem Philipp und mit dieser komischen Schwiegermutter und den Nicht-Kontakt zu ihnen, ich fand das einfach nervig. Mich hat sie echt aufgeregt. Und dann ist sie ständig mal ins Selbstmitleid verfallen und das hat mich echt genervt. Pippa im Gegensatz dazu war halt genau das Gegenteil und da trifft halt Klischee auf Klischee und das hat mich im Grunde dann auch genervt.
weil dann einfach klar war, worauf es hinausläuft, dass das so vorhersehbar war. Und ich weiß auch nicht, warum das, also warum das Buch im Grunde nicht Pippa vielleicht tatsächlich als Protagonistin genommen hätte, die eben auf Sarah trifft. Ich glaube, mit Pippa hätte man sich von Anfang an viel besser identifizieren können. Man hätte viel mehr mitgefiebert, dass sie es halt einfach rumbekommt, diese arrogante Tante da vielleicht irgendwie zu einem normalen Leben zu bringen und nicht, dass man dieser arroganten Tante folgt. Ich fand es wirklich nervig und es war Klischee überladen. Ich fand es ganz schlimm. Also ich lese ja nicht unbedingt sehr viele Frauenromane. Ich möchte es jetzt auch mit keinem in irgendeiner Art und Weise vergleichen, nur mit Britta Sabaks eigenen. Und mir haben die lustigen Frauen, die halt auch so ein bisschen, ja, treu doof vielleicht waren, in den anderen Büchern viel, viel besser gefallen. Ich konnte mit denen viel, viel mehr mitgehen und ich fand es einfach lustiger, spannender, interessanter und es hat viel mehr Spaß gemacht, als es hier jetzt einfach der Fall war. Ich fand es wirklich nicht gut. Ich habe auch Britta Sabak nicht darin wiedererkannt. Also in den anderen Büchern, die ich von ihr gelesen habe, war dieser Spritzer Humor und so ein bisschen zynisch, sarkastisch, so ein bisschen, auch mal ein bisschen was unter der Gürtellinie, wo man so denkt, wie geht's jetzt weiter? Und es war auch so ein bisschen prickelnd was dabei, so das Verliebtsein. Und das war hier alles nicht. Ich fand es wirklich nicht gut. Also ich habe auch zeitweise gedacht, och, liest du es wirklich zu Ende? Dachte aber dann, naja, vielleicht kommt die große Wendung noch. Für mich kam sie leider nicht. Ich weiß nicht, wo die typische Britta Sabak hin ist, die ich in ihren vorhergehenden 4 Büchern wirklich geliebt habe. Da, wo ich die Bücher wirklich absolut toll fand. Ich weiß nicht, wo sie hin ist und ob das jetzt wirklich die Wendung ist in ihrem Stil. Dann war das tatsächlich das letzte Buch von ihr, das ich gelesen habe, weil das, wenn das in ihren Büchern so weitergeht, also selbst eine Sophie Kinsella zum Beispiel, ich muss jetzt trotzdem mal vergleichen, die ja auch gerne mit Klischee arbeitet, aber das ist irgendwie immer lustig und witzig und es ist sommerlich und man hat so eine Sommerstimmung und hier war es einfach nur nervig. Ich kann es nicht anders sein. Ich glaube, das Cover spricht dann vielleicht für sich. Ich weiß nicht. Also ich habe mich so gefreut auf den neuen Britta Sabak und ich bin wirklich unglaublich enttäuscht und entsetzt, was im Grunde hier dabei rausgekommen ist. Also wirklich schade, schade, schade. So, und das waren die 3 Bücher der Woche. Ja, doch sehr unterschiedlich vom Highlight des Monats zum Flop des Monats. Und ja, manchmal steckt man einfach in den Geschichten nicht drin. Ja, was gibt es noch ein bisschen über die Woche zu erzählen? Ja, ich habe Serien zu Ende gesuchtet. Ich habe die Tudors zu Ende geguckt, also Staffel 4. Was macht man, wenn man Fieber hat und zu Hause liegt? Man guckt Serien. Ja, ich habe es hinter mich gebracht. Ich muss ehrlich gestehen, so faszinierend ich die Serie Staffel 1 und 2 fand, so nervig fand ich sie Staffel 3 und 4. Weil es sich einfach alles wiederholt hat. Und was ich auch ein bisschen irreführend finde, ist der Titel Die Tudors, weil es tatsächlich zu 90% nur um Henry den 8. geht. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass man eben auch was über die anderen Tudors noch erfährt. Ich meine, er hat ja dann tatsächlich Nachfahren, ohne jetzt vielleicht die Geschichte vorwegzunehmen, die ja tatsächlich auch bedeutend waren. Also wenn man an Elisabeth denkt oder an die Bloody Mary, also an Mary, seine erste Tochter. Und da hätte man doch auch zumindest vielleicht noch in der 4. Staffel einfach was erzählen können. Aber nein, wir erleben tatsächlich, also es geht in der 4. Staffel dann halt tatsächlich, es nähert sich dem Ende. Und ich fand es schade. Also ich hätte lieber viel, viel mehr noch über die anderen Tudors erfahren, also eben über seine Nachfolgen sozusagen, als wirklich nur über Heinrich den 8. Und es wiederholt sich. Er verliebt sich, heiratet, schwängert oder auch nicht, dann passt sie ihm nicht mehr, er lässt sie scheiden, er lässt es widerrufen, er hängt sie. Oh, zwischendurch, vielleicht trifft er gleich wieder eine andere, weswegen er dann sich von der anderen... Also ja, ich fand es zum Ende hin wirklich nur noch nervig und dachte mir, ach ja, schon wieder eine andere und ja. Also wenn man sich mal überlegt, dass Heinrich der 8. ja tatsächlich ab einem gewissen Alter nicht mehr attraktiv war, war ja Jonathan Rhys Meyers durchaus noch ein Schnäckchen zum Angucken und ich glaube, es hat keinen Spaß mehr gemacht, den tatsächlichen Heinrich den 8. dann noch irgendwie
beischlafen zu müssen, sage ich jetzt mal so. Ja, ich fand, es war okay. Es war jetzt, ist aber keine Serie, wo ich glaube, nochmal angucken würde, weil ich wirklich dann Staffel 3 und 4 einfach nur noch nervig fand. Weil es hat sich immer gleich angefühlt und konnte mich nicht so beeindrucken. Und spätestens an dem Moment, wo dann irgendwelche Menschen vor meinen Augen Fingernägel rausgerissen werden, dachte ich, jetzt bin ich raus. Also ich glaube ja, ich bin nicht zart beseitigt und ich glaube, dass Game of Thrones einen bestimmt auch ein bisschen an Gewalt abstumpft, wenn man das so sagen kann. Das fand ich wirklich grausam. Also da dachte ich wirklich, oder gar wenn dann halt wirklich live gefeiert halt wird oder so. Also ich fand, man muss nicht immer alles zeigen. Manchmal ist es besser, der Fantasie freien Lauf zu lassen. Ja, leider dann tatsächlich nicht so die große Begeisterung, die ich zu Beginn hatte, weil ich einfach die Idee von den Tudors toll fand. Aber ich hätte mir halt wirklich gewünscht, meinetwegen 3 Staffeln Heinrich der Achte und dann eben noch eine Staffel seine Mädels. Am Ende kriegen die wirklich nur so eine Abblendung, was die werden, was die tun, wo ich denke, daraus hätte man doch für jede der Töchter irgendwie insgesamt nochmal diese 10 Folgen machen können für die Staffel, wo ich glaube, die hatte jetzt sogar weniger Folgen. Waren, glaube ich, sogar nur 8 Folgen, oder? Ich glaube, die letzte Staffel. Also man hatte da tatsächlich auch schon gar nicht mehr so viel zu erzählen. Ja, Disc 3, ich weiß nicht mehr, es glaube, waren auf jeden Fall nur noch 8 Folgen, wenn ich mich nicht irre. Aber es war so beim Kranksein nicht verkehrt. Ja, dann gab es ja Game of Thrones Staffel 6, Folge 3. Am Montag, auf die ich natürlich trotzdem mit Fieber hingesehen habe und mich total geärgert habe, dass ich keine Stimme hatte, um dann am Dienstag beim Hangout dabei zu sein. Ja, der Hangout zum dritten Mal war diesmal bei der lieben Sabrina vom Kanal Kapitelchen. Ich verlinke natürlich alles unten in der Infobox. Und ja, wir werden auch am nächsten Dienstag, also jetzt übermorgen sozusagen, wieder auf einem anderen Kanal sein, bei der lieben Vilja. Und wir werden jetzt immer dienstags über Game of Thrones reden, und zwar um 20.30 Uhr, weil wir halt doch gemerkt haben, um 22.15 Uhr ist halt doch schon relativ spät, um ganz live über die Folge zu reden. Und man muss halt doch am nächsten Tag früh aufstehen, ne? Das ist definitiv so. Und so haben halt wirklich sehr viele die Möglichkeit, vielleicht oder mehr Menschen dann einfach die Möglichkeit, auch am Dienstag dabei zu sein. Und ich packe auch Viljas Kanal mal in die Infobox. Wenn ihr da Dienstagabend Lust und Zeit habt, kommt einfach bei der lieben Vilja vorbei. Ich hoffe, dass alles so stabil bleibt, wie es ist. Dann bin ich natürlich auch wieder dabei. Ist ja dann schon Folge 4. Ach, und es wird spannend. Definitiv. Ja, eine Serie, die mich wirklich voll im Banne hat, die mich wirklich aufzehrt, wo ich letzte Woche Sonntag auf Montag tatsächlich Albträume hatte von so mancher Szene, die ich nicht erhoffte zu sehen. Und ich war tatsächlich in meinem Fieberwahn. Ich bin aufgeschreckt und hatte Ramsay Bolton vor Augen. Also es war wirklich Horror. Da merkt man mal, was halt das Unterbewusstsein so tatsächlich verarbeiten muss. Also es ist wirklich so meine Horrorgestalt. Und danach waren die Träume aber auf jeden Fall besser. Ja, wenn das Fieber mal weg ist, ist alles nicht mehr so schlimm. Und dann, ja, was tut man, wenn man krank ist? Man guckt abends eben auch einfach mal Filme. Und ich habe mich sozusagen meiner ersten Liebe zugewendet und lasse sie einfach mal fallen. Ach, meine Nerven. Und zwar Herr der Ringe. Ja, meiner ersten großen Liebe. wir haben uns die Extended Edition angeguckt. Und das sind ja diese wunderschönen Schuber, wie ich finde. Also sie sehen ja wirklich toll aus mit Film und ganz viel Special. Und die ja wirklich toll aussehen. Und dann halt auch hinten. Also Extended Edition muss für mich definitiv bei Herr der Ringe immer sein, weil ich gerade die Szenen so toll finde, die es nicht in den echten Filmen sozusagen geschafft haben und ich mich immer ärgere. Warum eigentlich nicht, wenn man so möchte? Also Mittelerde ist definitiv mein Zuhause. Also das habe ich wieder wirklich gespürt. Ich liebe High Fantasy, ich liebe die Welt, die Tolkien erschaffen hat. Und ja, ich glaube einfach, dass Herr der Ringe so meine Heimat ist und nach Westeros würde ich vielleicht immer mal nur reisen. Also so einen Abstecher mache, um dann einfach wieder ins schöne Mittelerde zurückzukehren. Und ja, man spürt da einfach, dass man nach wie vor, wenn man den Film schon, keine Ahnung, 10-mal gesehen hat,
immer noch da sitzt, immer noch mitlacht, immer noch mitfiebert, Spannung hat und dann am Ende eben auch weint. Also ich bin definitiv jemand, der das Ende unglaublich emotional aufnimmt und weint. Und wie gesagt, das locker beim 10. Mal schauen. Es wird gar nicht reichen. Schließlich kam der 3., glaube ich, 2003 raus. Das sind 13 Jahre. Also ich habe den bestimmt schon öfter gesehen. So einmal im Jahr ist Herr der Ringe-Time. Und das haben wir dieses Mal einfach genutzt, wenn man eh krank rumliegt. Was will man sonst anderes machen? Ja, dann auch ein bisschen gelesen habe ich in der Flow. Das habe ich gerade gemacht, wenn ich einfach im Bett rumlag und noch keine Lust hatte, irgendwie aufzustehen oder auf die Couch zu gehen oder ja, mich vielleicht dann nochmal umgedreht habe. Ja, ich mag diese Art von Magazinen einfach unglaublich gerne. Kann die wirklich jeden, der so ein bisschen in die Mindstyle-Richtung geht, einfach empfehlen. Und ich mag vor allem wirklich die Flow. Also das ist wirklich so meine Liebste unter den vielen, die es gibt. Und ich habe die dieses Mal auch wieder sehr gerne gelesen. Es ging hier so ein bisschen um Ablenkung, wie man es schafft, sich vielleicht auf ein was zu konzentrieren, wie man Entspannung schafft. Minimalismus ist ja doch ein relativ großes Thema. Und ja, fand ich ganz toll. Nimmt man wieder viel, viel mit und so geht es mir wirklich. Also ich mache mir dann auch Buchnotizen und Blognotizen, also welche Blogs oder so empfohlen werden. Und ja, finde ich wirklich ganz, ganz toll. Also hat mir wieder viel Spaß gebracht. Und ja, da geht es einem dann direkt, wenn man krank ist, so ein Hauch besser, wenn man sich einfach mit Themen auch umgibt, die einem gut tun. Ja, was gab es sonst die Woche? Ja, eigentlich nicht viel. Außer, ja, ich glaube, es war schon eine ganze Menge. Also ich habe auch tatsächlich ein bisschen YouTube dann geguckt, dank des Chromecasts. Und meinem Handy funktioniert das ja von der Couch aus. Also da braucht man sich auch gar nicht an dem PC bewegen, sondern kann wunderbar am Fernsehen gucken. Und da habe ich eine tolle neue YouTuberin entdeckt, beziehungsweise Booktuberin, die ich euch auch mal in die Infobox packe. Und zwar Carina von Carina Bone Books. Und die hat mich direkt mit ihrer strahlenden, sympathischen Art überzeugt. Und ich habe so im Nu einfach mal direkt ein paar Videos von ihr durchgeguckt und war wirklich direkt angetan von wirklich der sympathischen, positiven Art, die sie so rübergebracht hat und die genauso strahlt, wie ich im normalen Fall strahle und einfach so dachte, ja, da ist tatsächlich nochmal ein Optimist, den es wahrscheinlich einfach so geht wie mir. Und ja, fand ich toll. Hat mir super viel Spaß gemacht, ihre Videos zu gucken. Natürlich habe ich auch altbekannte Booktuber, YouTuber angeguckt. Aber ich weiß gar nicht, wie ich über Carina gestolpert bin. Und ja, die hat mir einfach an dem Tag dann auch ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Und da wusste ich, ja, das ist auf jeden Fall eine, die ich verfolgen möchte, wo ich ein paar mehr Videos gucken möchte und dann eben auch einfach jetzt im Wochenrückblick mal empfehlen möchte. Und ihr findet natürlich alle genannten Kanäle, alles in der Infobox. Und ja, es geht die Stimme langsam dahin. Ja, ich glaube, das war es soweit. Ich habe jetzt auch die Woche nichts irgendwie, also nichts Spektakuläres, gar nicht groß irgendwas anderes gemacht. Natürlich den ein oder anderen Krankenbesuch, den ich dann teilweise auch verschlafen habe, weil mich wirklich das Fieber total runtergedrückt hat. Aber ja, mit Telefonieren oder so war leider auch nicht viel, weil ohne Stimme geht natürlich nichts. Aber ja, das hole ich jetzt alles nach. Also ich habe auf jeden Fall Redebedarf und ja, ach, meine Katze schläft da ganz süß auf der Couch. Ja. Da habe ich mich immer um Decken gestritten. Ja, am Ende hatte ich irgendwie 3 Decken auf der Couch und 2 Katzen und eine gerade so für mich, ja. So ist es halt, ne? Das ist, das können nur Leute nachvollziehen, die auch Haustiere haben. Jetzt liegt sie wieder auf der Decke, aber die andere ist in der Wäsche, ist irgendwie blöd. Aber naja, so nebenbei. Ja, diese Woche werde ich jetzt noch drehen, oder morgen am Feiertag mal gucken, den Tag, The Booktuber Behind oder Behind the Booktuber. der wird auf jeden Fall kommen. Und ja, dann würde ich ja gerne immer noch über die Shadowhunter-Reihe reden, was jetzt ja, glaube ich, schon wieder aufschiebe. Aber ich habe es letzte Woche einfach nicht geschafft. Sonntag ging ja schon nichts mehr, konnte ich nicht mehr drehen, keine Stimme. Und werde ich gucken, ob ich heute oder morgen noch dazu komme. Also eins nach dem anderen. Ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns also Dienstag bei mir entweder zum Video oder dann eben auch gerne bei Vilja, wo wir live über die Game of Thrones Folge quasseln werden. Solltet ihr auch im Bann sein, könnt ihr mir das gerne hier mal in die Kommentare schreiben. Und ich wünsche euch nun einen schönen Pfingstsonntag, ein schönes langes Pfingstwochenende. Morgen ist ja auch nochmal frei. Danke euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss, eure Steffi.